Weder auf Facebook noch auf Twitter ist Nicolas Löbel heute zu finden. Der Mannheimer hat sich von Social Media zurückgezogen, so auch am Vormittag endgültig aus der Politik. Sein Bundestagsmandat, das er eigentlich noch bis August behalten wollte, hat er niedergelegt und nur wenig später ist er ebenfalls aus der CDU ausgetreten. Zuvor waren Rufe nach einem Rücktritt immer lauter geworden, entsprechend auch heute die Reaktion seiner Parteikollegen. Das ist moralisch verwerflich, beschämend, das ist unanständig. Und gerade in einer Zeit, in der wir ganz andere Nöte haben, in der wir versuchen, Leben zu retten, Intensivstationen weitestmöglich zu verschonen, sich dann daran auch noch zu bereichern, das geht gar nicht. Wer als Volksvertreter versucht, in dieser Krise persönlich Geld zu verdienen, muss das Parlament unverzüglich verlassen. Auch die SPD als Bundeskoalitionspartner begrüßt den Schritt und fordert: Das Allerwichtigste ist es ja, dass es jetzt ja endlich auch ein Lobbyregister gibt und dass man mehr Transparenz einfach braucht. Das ist einfach, es ist ja auch immer an der Union gescheitert, das Thema Lobbyregister. Es war ein langer, langer Kampf und das geht natürlich nicht. Politik muss auch, was alle möglichen Verbindungen betrifft, Transparenz zeigen. Der Fall Löbel beginnt mit der ersten Corona-Welle. Im April 2020 soll der Politiker mit seiner Firma der Löbel Projektmanagement GmbH Masken vermittelt und dafür Provisionen bekommen haben. Laut Löbel in Höhe von rund 250.000 Euro. Für die Kontaktaufnahme soll der Politiker seine offizielle Bundestags-Mail-Adresse verwendet haben. Zu einer Zeit, in der sich die Bundeskanzlerin mit solchen Worten an das Volk wendete. Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Zwar waren die Geschäfte offenbar grundsätzlich legal. Der moralische Aspekt der Lesart, dass sich ein Politiker durch eine weltweite Krise bereichert, ist jedoch ein anderer. Wie hoch der mittel- und langfristige Schaden für seine Partei und die Politik an sich ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Thank you.